Wir machen heute 10 Fragen mit mir. Ich gebe 10 Antworten. Ich bin der Silas, Co-Owner Mami, I'm sorry. Wir sind hier in Stuttgart im Headquarter. Wie lang tätowierst du schon? Von 2003 bis jetzt, ja, inklusive allem 18 Jahre. Was rätst du denen, die Tätowierer werden möchten? Wer das lernen möchte, soll es am besten ordentlich lernen und gucken, dass er jemanden findet. Jemand, der die Zeit dazu hat, jemandem auch was beizubringen und nicht nebenher. Das ist etwas, wovon ich nicht so viel halte. Wenn man die Aufmerksamkeit bekommt, von jemandem etwas lernen zu können, dann hat es meistens eher Hand und Fuß. Was war das seltsamste Tattoo, das du je gestochen hast? Das komischste Tattoo, das ich je gestochen habe, war irgendwie so ein Kunde da, der war irgendwie in so eine Fetischszene. Dem habe ich auf dem Rücken das, was da stand, ausgestrichen und habe dann unten drunter draufgeschrieben, dass er als Sklave jetzt Herrn so und so gehört. Das war so ziemlich das Komischste. War ein netter Kerl, aber war komisch für mich. Welche Fragen kannst du nicht mehr hören? Die Frage, die man mir gerade gestellt hat, was war dein komischstes Tattoo oder was war das krasseste Tattoo oder wie auch immer, was ich je gestochen habe. Also das ist schon etwas, wo man einfach sich immer wieder wiederholen muss. Man vergisst aber dabei, dass die Menschen, die einen das fragen, wirklich Interesse haben und es eben nicht jeden Tag fragen können. Und deswegen muss man da ein bisschen nachsichtig sein. Welche Stars hast du tätowiert? Also ich habe ein paar tätowieren dürfen, die ein bisschen bekannter sind, die hauptsächlich auch in der Musik unterwegs sind oder im Sport. Der DJ von The Roots. Wer die noch kennt. Sido habe ich auch tätowiert, glaube zweimal. Kool Savas, damals, wenn die eben zu Gast waren auf dem Hip-Hop Open in Stuttgart, da habe ich sie im Backstage-Bereich tätowiert. Einen Background-Tänzer tätowiert, der mit Michael Jackson gearbeitet hat. Es war super interessant, ganz netter Kerl, hat halt natürlich auch ganz viel zu erzählen gehabt. Habe auch einige Fußballer tätowiert. Einer, den habe ich ein paar Mal tätowiert, der stand schon im Champions League-Finale im Tor. Im Endeffekt, die Menschen sind nicht anders als andere auch. Die haben vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen. Es ist aber wichtig, dass man alle gleich behandelt. Aber ich hatte schon das große Glück, auch mit ein paar Leuten dann sprechen zu können, die echt interessante Sachen zu sagen hatten. Was ist das Geheimnis deiner perfekten Lines? Bequemes Sitzen, bequeme Position. Also es ist scheißegal, wie lange jemand tätowiert. Wenn man die Maschine fühlt, wenn man weiß, wo die Nadel ist, ohne sie zu sehen und aber sich so positioniert hat, dass man eben bequem arbeiten kann, dann zieht man auch ordentliche Linien. Ist im Studio schon mal was Verrücktes passiert? Wir hatten mal eine Kundin, die offensichtlich Streit mit ihrer besten Freundin hatte. Diese beste Freundin hat bei uns angerufen und hat gesagt, hey, ich bin die andere. Hat sich für sie ausgegeben, hat gesagt, sie kann ihren Termin nicht wahrnehmen, aber sie würde den Termin ihrer besten Freundin geben, ob das okay wäre für uns. Die würde ein Motiv mitbringen, wir müssten gar nichts vorbereiten. Wir so, ja klar, komm vorbei, passt, schick deine Freundin. Ja, die kam am nächsten Tag ein bisschen früher, man hat dann auch angefangen, sie zu tätowieren und Punkt 12 war dann aber die richtige Kundin da. Somit hat die der echt heftig ein Bein gestellt und wir haben halt keine Ahnung gehabt. Das war natürlich ein echter Zickenkrieg. So, hat die der einfach den Termin geklaut und behauptet, sie würde ihn nicht wahrnehmen wollen. Das war schon eine ziemlich strange Geschichte. So. Also sowas wie das ist sonst noch nie passiert. Whisky oder Gin? Wenn, dann Gin. Aber nur, weil er klar ist und aber ohne Tonic, weil das geht gar nicht für mich. Aber ich mag Whisky eigentlich mehr, aber ich vertrage ihn nicht. Ich liebe Whisky, Whisky liebt mich nicht. Magst du Haustiere? Ja, ich habe 2 Kater, sind eigentlich eher Hunde, die sind extra cool, ich liebe Kerle. Und jetzt kriege ich noch einen Hund dazu und dann bin ich, glaube ich, auch zufrieden. Ich kann nicht leben ohne Hund, es geht nicht. Hund, man muss einen Hund haben. Was machst du am 4. Juli? Als deutscher Exilamerikaner feiere ich das auf meine Art und Weise und werde gucken, dass ich ein paar Rips bekomme oder welche machen einfach. Mit Leuten umgeben, die ich gerne mag. Ich freue mich, dass 1776 USA eine Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet hat. Hier, we the people. Ja, und das war's. Keine große Sache. Süß oder salzig? Süß? Salzig? Süß? Salzig? Süß? Salzig? Süß? Salzig? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Rechts könnt ihr die letzten 10 Fragen mit Henke sehen und links könnt ihr, was könnt ihr da nochmal? Das ist rechts. Rechts könnt ihr unseren Kanal abonnieren und links könnt ihr Henkes 10 letzte Fragen angucken, was der so erzählt hat. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.